Mein Name ist Philipp von Oldershausen und ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Oldershausen Hofhaus GmbH. Der Unternehmenszweck ist die Betreuung von Waldflächen. In dem Fall sind wir in 6 verschiedenen Bundesländern tätig. Für Waldbesitzer, für Privatwaldbesitzer. Dabei geht es uns nicht nur um die reine Flächenbewirtschaftung, sondern eben den Betrieb als Ganzes zu betrachten. Wir haben in den letzten 5 Jahren große Schäden gehabt durch die Trockenheit, Dürre, Borkenkäfer, aber auch natürlich durch den Windwurf, immer wieder vereinzelt. Und die ganzen Folgeproblematiken, die sich dann ergeben. Der Borkenkäferschaden der letzten Jahre war immens. Durch die verschiedenen Regionen, die wir betreuen, gibt es Bereiche, da ist der Borkenkäferschaden eher gering. Und in anderen Regionen ist er so brutal, dass das Geschäftsmodell Wald möglicherweise in Gefahr ist. Und deswegen fällt es mir schwer, dort eine klare Auskunft zu geben oder eine klare Zahl zu sagen. Aber gerade der Harz ist immens betroffen. In manchen Bereichen läuft man der Zeit schlichtweg hinterher. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Werte, die noch im Wald stehen, entweder über einen längeren Zeitraum hinauszögern und um die Betriebe weiterhin wirtschaftlich zu führen. Und ansonsten geht es eigentlich im Augenblick rein um die Wiederaufforstung. Wir brauchen als erstes erstmal eine wirklich komplette Bodeninformation. Dass wir wissen, was schafft, welche Qualität hat der Boden, was sind die Voraussetzungen für die Baumarten. Dann brauchen wir einen guten Mix an verschiedenen Baumarten, auch was die Produktionsdauer betrifft. Wir brauchen diese Ausgeglichenheit. Wir brauchen aber auch eine sehr zukunftsorientierte, naturnahe Bewirtschaftung und auch natürlich entsprechende Baumarten, die den verschiedenen Bedürfnissen entsprechen können. Es gibt keine wirkliche Abstimmung und ein Gesamtkonzept, wie man die Situation des Waldes in Deutschland, in Europa, auf der Welt sichern oder schützen könnte. Sondern jeder ist dort sehr schnell erstmal vor seiner eigenen Haustür und mit seinen eigenen Interessen beschäftigt. Und vielleicht ist es auf der einen Seite auch richtig, nicht zu viel rechts und links zu gucken. Auf der anderen Seite hilft es doch enorm, auch andere Konzepte mal kennenzulernen, um sie dann besser auf seine eigene Fläche zu adaptieren. Also die Initiative von Mercer, unsere Wälder gestalten, Zukunft schaffen, finden wir großartig, weil es ein klares Bekenntnis von Mercer ist, eine Partnerschaft mit dem Waldbesitz einzugehen, und zwar über einen sehr langen Zeitraum. Und das machen nicht viele Unternehmen, die so langfristig denken. Und insofern finde ich das wirklich eine tolle Initiative, die wir sehr gerne unterstützen.